Ja, Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play von mir, dem NRW Boy 18. Wir spielen The Whispered World in der Special Edition. Wir haben hier neben dem wunderschönen Spiel auch noch ein paar Kommentare von den Entwicklern und noch einige anderen schönen Sachen, die wir dann im Laufe des Spieles so alle kennenlernen werden. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Es ist nicht nur ein neues Let's Play, nein, es ist auch ein Let's Play, was ich schon relativ lange spielen wollte. Jetzt ist es endlich soweit. Ich bin mit Donkey Kong soweit fertig, kommen noch ein paar Bonusteile und Randall's Monday habe ich auch vorgestern beenden können. Das wird jetzt also mein neues Let's Play. Dann starten morgen und übermorgen hoffentlich, wenn ich das zeitlich hinbekomme, dann auch noch ein paar andere Let's Plays und dann, ja, lasse ich mich einfach mal überraschen, wie die Spiele so bei euch ankommen. Ich habe mir eben schon ein wenig die Einstellungen hier angeschaut, habe auch die Untertitel natürlich ausgeschaltet. Da sind sie ausgeschaltet. Und habe noch nicht ins Spiel reingeguckt. Es ist ein absoluter Blindrun. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Freue mich aber sehr. Ich habe schon sehr viele positive Dinge über das Spiel gehört. Und ja, musst du doch spielen. Und jetzt ist es also endlich soweit. The Whispered World bei mir. Und ich spiele die Steam-Version, das auch zur Information. Aufgrund der Darstellung jetzt hier am Desktop werden die ganzen Einblendungen von Steam hier nicht zu sehen sein. Also jetzt nicht wundern, wenn ich sage, wir spielen die Steam-Version und dann nachher keine Erfolge oder irgendwas anderes zu sehen sind. Das schneide ich nämlich raus. So, lange genug geredet, wir starten ein neues Spiel und ich bin sehr gespannt. Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören, aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hast gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, also wir sind im Spiel angekommen. Wir sind Cedric, ein kleiner, süßer, trauriger Clown, der die Welt wohl zerstören wird. Ja, wie gesagt, ich habe mir auch noch nichts vorher durchgelesen. Ich möchte das jetzt einfach mit euch zusammen entdecken. Und dadurch, dass ich hier mich auch überhaupt nicht auskenne, das wird wahrscheinlich jetzt hier sich nur um die Steuerung drehen, mache ich auch das Tutorial. Ach, steuere Sandfisch, Cedric, indem du mit der linken Maustaste kurz an die Stelle klickst,
zu der sich Cedric bewegen soll. Interaktive Gegenstände oder Charaktere erkennst du daran, dass der Mauszeiger zu leuchten beginnt, wenn du ihn über den Gegenstand bewegst. Du kannst mit einem Gegenstand oder einer Person interagieren, indem du mit der Maus darauf zeigst und die linke Taste gedrückt hältst. Nach etwa einer Sekunde öffnet sich ein Pergamentmenü. Durch einen Klick auf das Augensymbol kannst du dir ein Objekt... okay. Das ist jetzt kein Tutorial, das ist eigentlich total logisch. Bärenkopf. Okay, da haben wir benutzen wahrscheinlich. Sprechen und nehmen. Oh. Oh. Cool. Ich habe direkt einen Schlüssel gefunden. Wie geil. Okay, machen wir es nochmal drücken. Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Mhm. Ach, guck mal, rechts ist das Inventar. Kann ich das denn? Ben hat den Schlüssel sicher nur versteckt, um mich zu ärgern. Ja, wahrscheinlich. ich hoffe, dass die Soundanstellungen so alle in Ordnung sind. Ansonsten werde ich das dann natürlich noch im nächsten Teil ändern und verbessern. Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Moment mal, wir sind in einem Holzwagen. Hier sind null Fenster drin und er beschwert sich über die Kälte? Es muss eigentlich nicht kalt sein, es muss eisekalt sein. So, die Tür wird wahrscheinlich verschlossen sein. Nee, die ist... okay. Moment, Papierfetzen. Was haben wir denn da? Nein, ich glaube, Ben hat ihn aus einem bestimmten Grund dahin gehängt. Wahrscheinlich, um mich daran zu erinnern, dass ich ohne seine Hilfe nichts hinbekomme. Aha, und was steht da drauf? Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Aha. Okay, Kanone, ich? Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Ach du Scheiße. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Er hat eine komische Stimme irgendwie. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Bombe? Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. na gut, wieder raus. Haben wir hier auch... Ja, wir haben Hotspots. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. So, was haben wir denn hier noch? Die Schublade, den Teppich, die Bärenkralle. Was haben wir denn da? Oh, eben eingesackt. Der arme Teppich. Was haben wir da drin? Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Er ist wirklich depressiv. Du kannst dir sämtliche interaktiven Gegenstände und Charaktere anzeigen lassen, indem du die Leertaste drückst. Aufgabe, drücke die Leertaste. Ding. Sämtliche aufgesammelten Gegenstände befinden sich im Inventar, das du mit der rechten Maustaste oder dem Mausrad öffnen kannst. Aufgabe, öffne das Inventar. Tatsächlich. Ach, du liebe Zeit. Wie in den normalen Spielszenen kannst du auch im Inventar Gegenstände ansehen, auswählen oder den Mund damit benutzen. Durch einen kurzen Klick mit der linken Maustaste kannst du Gegenstände direkt auswählen. Der Mauszeiger nimmt die Form des ausgewählten Gegenstandes an. Du kannst ihn mit einem anderen Inventargegenstand kombinieren. Indem du diesen mit der linken Maustaste anklickst. Möchtest du den Gegenstand lieber mit einem
einen Gegenstand oder eine Person aus der aktuellen Spielszene benutzen, so wähle den Gegenstand zunächst aus und bewege dann den Mauszeiger von der Inventargrafik. Punkt. Das Inventar schließt sich automatisch und du kannst den ausgewählten Gegenstand per Linksklick mit einer Person oder einem anderen Gegenstand benutzen. Aufgabe: Schau dir den Zettel im Inventar an. Das habe ich doch alles schon rausgefunden. Das ist doch eigentlich klar wie Kloßbrühe. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Was war das denn für eine Hand gerade? Aufgaben über Aufgaben. Um diese zu erfüllen, sollte Cedric besser schnell nach draußen gehen. Wenn man den Mauszeiger über einen Ausgang bewegt, so verändert er sich zu einem Pfeilsymbol. Aufgabe: Öffne die Tür und gehe nach draußen. Oh wei, oh wei. Cedric, bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag. Was du nicht sagst. Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Naja, das ist... okay. Nett hier. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Cedric. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Okay, ich denke mal, es ist sein Bruder und Spot, so hieß damals mal mein kleiner Kater, den ich leider nicht länger hatte. Du hast dein Haustier Spot wiedergefunden, jedoch ist es sehr durstig. Klicke mit der gedrückten linken Taste auf Spot und wähle das Handsymbol, um ihn aufzunehmen. Spot hängt nun am Mauszeiger. Klicke danach mit der linken Maustaste auf einen Gegenstand, um Spot damit zu benutzen. Aufgabe: Gib Spot etwas zu trinken. Da hinten, Eimer. Also links drücken, nehmen. Oh, guck mal, wie knuffig. Oh, ist der süß. Und ich muss auch sagen, die... Ach, der kommt da hin. So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Was ist das hier vorne denn? Was, dazu musste ich den nehmen? Der ist doch selber da hingegangen. Was ist das ganze Wasserballschleim? Mahlzeit. Oh, knuffig. Oh, ist der süß. Ich muss auch mal sagen, die Grafik ist echt schön. So, was haben wir denn? Da Errungenschaft freigeschaltet. Das seht ihr, war zum Beispiel. Und Depp vom Dienst spielt Payday 2. Auch nicht schlecht. Spot hat nun gelernt, sich in eine Kugelform zu transformieren. Oh Gott, eine Raupe transformieren? Du kannst zwischen seiner Normalform und der Kugelform hin und her schalten, indem du die Maus in die rechte obere Ecke des Bildschirms bewegst. Sobald du die Ecke erreicht hast, öffnet sich das Spot-Menü. Verwandle Spot zurück in seine Normalform, indem du das entsprechende Symbol anklickst. Mit einem Rechtsklick kannst du Spot wieder vom Mauszeiger lösen. Im Laufe des Spiels wird Spot noch zahlreiche weitere Formen erlernen, genau das habe ich mir gedacht, die du ebenfalls über das Spot-Menü auswählen kannst. Aufgabe: Verwandle Spot zurück in seine Normalform. Kugelform, Normalform. Oh Gott, die Luft rausgelassen. Oh, ist der süß. Aber ins Inventar nimmt er ihn nicht. Nein, was ist das hier? Aufgabe: Sprich mit Ben. Du kannst mit Personen sprechen, indem du sie anklickst. Ja, okay, das wissen wir. Was ist das? Das ist gerade nur allzu klassisch, gleich im zweiten spielbaren Screen, einen weiteren Protagonisten einzuführen. Und so haben wir es auch bei The Whispered World gemacht, dass wir nämlich hier die eigentliche Hauptperson des Spiels eingeführt haben. Ich glaube, sie ist auch auf der Schachtel der Special Edition abgedruckt, oder? Das wissen wir jetzt noch nicht. Ist noch nicht ganz entschieden zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir es hier gerade aufnehmen. Aber ich glaube, das wird tatsächlich der werden. Der richtige Protagonist des Spiels ist draußen auf der Schachtel. Möglicherweise jetzt drauf, vielleicht auch nicht. Und zwar ist es nämlich natürlich Opas Hose. Die nämlich tatsächlich im Alleingang die Welt retten wird. Also ich muss euch jetzt einfach schon mal spoilern. Also Opas Hose wird nachher tatsächlich
noch sehr wichtig, auch für die geplanten 4 Fortsetzungen oder 5 Fortsetzungen von Whispered World. 10. Achso, und dann ist natürlich auch noch Spot im Bild, der es wahrscheinlich nicht aufs Cover schaffen wird. Nee, also gehe ich mal nicht davon aus. Wen gibt's denn da noch so? Wir haben noch Bruno. Bruno ist das Zugtier der Wagen, also das Haustier sozusagen eigentlich von der Zirkusfamilie, was mit seinem Schnarchen eigentlich komplett den Raum abdeckt und total nervig ist. Aber wir wollten so. Ja, vor allen Dingen deswegen, weil Marco musste da halt nur diesen einen hell-olivton zeichnen und den halt als große Fläche und musste dann halt nicht so viel Rasen zeichnen. Marco hat mir mal verraten, dass er es gehasst hat, den Rasen zu zeichnen, weil er so viel Detail reingezeichnet hat. Und er konnte halt einfach die gesamte Fläche hell-olivgrün. Das war's. Du weißt ja nicht, was ich dahinter gemalt habe. Das weiß ich sehr wohl. Aber ich sag's hier nicht laut. Weil es hören ja vielleicht auch Kinder zu. Können wir am Ende erzählen. Ja. Sehr schön. Also, Special Edition, also auch die Audiokommentare der Entwickler. Das kennen wir ja schon. Den einen, den Linke, das war nämlich der Poki. Den kennen wir nämlich schon aus Ätna bricht aus. Und da ich sie hier... Ach, guck mal, der kommt mit... Oh, du kleiner süßer Spot, du kleiner Knuffiger. Oh nein, das wird ja nicht Yoshi's Island. Weil ich es hier vergessen habe, holen wir es hier auch schnell nach. Herzlich willkommen zu den Entwicklerkommentaren von Whispered World. Mein Name ist Marco Höhlen und neben mir steht der Poki. Ja. Hallo, ich bin Poki. Ihr kennt mich aus Entwicklerkommentaren zu... Keine Ahnung. Das Leben des... gut... Gutfried. Ach nee, das ist eine Wurstfirma. Ich habe keine Ahnung. Erzähl du doch zuerst einmal. Genau. Ich habe Texte geschrieben bei dem Spiel. Und du? Ich habe so Bildchen gemalt. Sehr schön. Ja, und plötzlich war das Spiel fertig. Leider heute nicht mit hier. Hinter dem Mikro ist Bade, also unser Sebastian Schmidt, der sich gedrückt hat, aber tatsächlich auch einen großen Teil der Produktion von The Whispered World mitgehostet hat. Also er ist quasi der dritte Pfeiler im Story- und Rätsel-Team. Also ein Teil der Rätsel und der Story kommt von Marco, eigentlich der wichtigste Teil, weil er ja derjenige ist, der sich die Whispered World erdacht hat und sich den Charakter Sedwick ausgedacht hat und schon sehr viel gezeichnet hatte, als wir ihn dann hier mit seinem Projekt zu Delic geholt haben. Und ich kam dazu und wir haben gesagt so, ja, Spiel war gerade auf dem Stand, wo es, glaube ich, künstlich durch eine andere Firma versucht wurde, wieder ein bisschen kleiner zu machen und es wäre recht klein geworden und wir wollten eigentlich wieder Markus komplette Vision auspacken und haben dann festgestellt, dass noch gar kein so richtiger runder Storybogen in der Mitte eigentlich fehlte, weil du hattest ja die dramaturgische Klammer und du hattest den gesamten Anfang und schon einige Ideen, aber eigentlich fehlte noch ein großer Teil. Genau, und dann bin ich dazugekommen und habe versucht, weil ich ja möglichst wenig Einfluss auf Markus Vision nehmen wollte, irgendwie erstmal zu interpretieren, wo du überhaupt hin wolltest, so war es, und bin dann immer zu Marco gekommen und habe ihm gesagt so, ach, das hast du ja bestimmt so und so und so gedacht, und Marco sagt dann immer, nee, das stimmt nicht. Und je öfter das passiert ist, desto frustrierter bin ich geworden, bis hin zur Weißgrund, weil ich immer dachte so, nee, jetzt habe ich es, aber jetzt weiß ich aber, worauf Marco eigentlich hinaus wollte. Bis wir nachher so eine Pufferzone zwischen uns brauchten. Und das war dann Bade, der dann halt den dritten Teil des Game Designs und der Geschichte beigesteuert hat. Mhm. Ja, und zu dritt haben wir es dann tatsächlich auch hinbekommen, das ganze Spiel zu schreiben und durchzukonzipieren, ohne uns die Kehle aufzuschneiden. Aber es war teilweise nah dran. Ja, ein bisschen. Genau, wir waren auf jeden Fall ein Dreier gespannt. Schade, dass er eigentlich jetzt gar nicht hier ist. Hat sich gedrückt, genau. Ganz unfair. Und bei allen Rätseln, die in seinem Spielteil, die er halt alleine gemacht hat, da können wir jetzt über ihn lästern. Ja. Und sagen, hier, ich weiß, dass dieses Labyrinth im dritten Kapitel zum Beispiel, also mit den sich drehenden Räumen und so weiter, da können wir richtig auspacken und über ihn lästern. Das Gesicht von ihm, ja. Genau. Das haben wir da auch noch mit reingenommen. Genau.
gut, der erste Raum sollte erstmal ein bisschen gemütlich wirken, sollte ein Miyazaki oder wie auch immer er heißt, Ghibli-Studio-Filme ein bisschen erinnern. Ich hatte kurz vorher auch nochmal Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Hat uns sehr beeinflusst dafür. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr unten links M+O. Marco, das bin ich. Olga heißt meine Frau. Und solche kleinen Easter Eggs werdet ihr auf jeden Fall öfter nochmal finden. Irre, das wusste ich gar nicht, Marco. Das ist mir nie aufgefallen. Siehst du, deshalb sage ich dir das jetzt auch. Ich habe den ersten Raum hauptsächlich deswegen so unglaublich gut in Erinnerung, weil da so viele Details waren. Wir haben uns entschieden, aus fast allem einen Hotspot zu machen. Und weil wir Sedgwick ja noch nicht kannten, ich musste ihn auch beim Schreiben der Texte nachher auch erstmal kennenlernen, weil es stand zwar schon fest, wie er aussieht und was sein Problem mit der Welt ist und so weiter, aber noch nicht, wie er sich gibt und dieses ganze charakteristische Rumnörgeln an der Welt und so weiter, das war noch alles gar nicht etabliert. Und deswegen habe ich hier auch geübt für Sedgwick und ganz viele kleine persönliche Details in allen Objekten und so weiter beim Text verstecken können. Was natürlich nur ging, weil der Raum auch so schön detailreich ist. Und ja, später haben wir das natürlich nicht mehr gemacht, dass Sedgwick sich alles angucken wollte, weil der Spieler soll ja auch eine gewisse Geschwindigkeit beim Spielen haben. Aber hier am Anfang dachten wir, bremsen wir ihn nochmal ein bisschen aus und lassen ihn sich alles angucken. Und deswegen gibt es kleine Anekdötchen zu jedem einzelnen Hut und Wäschestück, was da oben von der Decke hängt. Und natürlich auch zu allen anderen Objekten im Raum. Und tatsächlich hatte mir irgendwann Bade mal gesagt, dass etwa ein Drittel des gesamten Textes von The Whispered World auf die ersten drei Räume fallen. Das ist natürlich irre, ja. Aber da habe ich mich auch ausgetobt. Ja, hast auch sehr gut gemacht. Also, Pucki ist immer ein bisschen zurückhaltend irgendwie. Natürlich hat er Sedgwick auch entwickelt. Die Geschichte habe ich ein bisschen dazu geliefert, aber überhaupt der Charakter, wie er jetzt ist, das kommt natürlich von Pucki. Ja, du willst ja nur die Schuld geben. Okay, cut. Und er hat es wunderbar gemacht. Der Spieler soll eine gewisse Spielgeschwindigkeit bekommen oder haben. Wie bitte soll die sein, wenn man hier totgelabert wird? Das ist fast schon so schlimm wie bei Randall's Monday und Edna bricht aus zusammen in einem Spiel. Da habe ich mir ja was vorgenommen. Schön mit den Audiokommentaren spielen hier in diesem Spiel. Naja, schön. Freunde, das war der erste Teil. Ich hoffe, es gefällt euch. Falls euch diese Entwickler-Kommentare nicht so zusagen, keine Sorge, ich denke, im Laufe des Spieles werden sie weniger werden. Ich hoffe es jedenfalls. Pucki kennen wir ja, wie gesagt, schon aus Edna bricht aus. Vieles ist hier selbsterklärend und deswegen denke ich mal, werden wir im nächsten Teil dann auch genauso erfolgreich weitermachen, wie wir es, glaube ich, bis hierhin schon gemacht haben. Ja, also, bis dahin im nächsten Teil Whispered World, der NRW bei 18 sagt, adieu.